Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und weil sie das berücksichtigen und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Kamisua, ich grüße dich. Das ist jetzt die Horoskopanalyse für deinen Sohn. Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereichen. In diesem Moment, wo dein Sohn geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist sein Lagna oder Aszendent. Hier ist Skorpion. Das beeinflusst sein Aussehen, das beeinflusst seine Persönlichkeit, sein Auftreten und so wird er auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und die Wasserelement hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Also es ist sehr gefühlsvoll, aber eher zurückhaltend, beobachtend, vielleicht manchmal misstrauisch. Und das macht ihn geheimnisvoll. Und weil über die Tierkreiszeichen Skorpion, Mars und Pluto herrscht, und Mars ist sehr männlich, natürlich zeigt auch einen männlichen Auftreten, eine männliche Ausstrahlung, Aussehen auch. Und dann kommt noch Pluto dazu und Pluto hat einen Einfluss auf die Sexualorgane, auf die Sexualität. Also er hat auch eine gewisse erotische Ausstrahlung, natürlich nicht jetzt, aber später kommt es noch. Außerdem, schau mal hier die Wasserelement und dieses Bild in die Mitte, das hat mit der tibetischen Astrologie was zu tun und ich möchte die tibetischen auch mit einfließen und diese Figur in die Mitte zeigt, die Elementen, die Farben symbolisieren das auch und hier diese blaue Farbe auch für Wasserelement. Also er hat sehr viel Wasser, das zeigt schon seine Persönlichkeit und das heißt, ist schon sehr gefühlsvoll oder nimmt das Welt mit Gefühlen wahr und er spürt vielen Dingen intuitiv. Das macht ihn fast so mystisch. Außerdem, das ist so meine Beobachtung aus der Praxis, ich habe ganz viele Horoskopen gedeutet, wo Aszendent Skorpion war, wo immer das Gleiche wurde mir auch berichtet, dass die Menschen erzählen ihre Geheimnisse. Irgendwo ist diese Ausstrahlung da, dass die Menschen bekommen dieses Bedürfnis, ihre Geheimnisse auf die, wo Skorpion Aszendent haben, die Geheimnisse zum Vertrauen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten was zu tun, aber auch mit Selbstwertgefühl, Wertschätzung, Besitz, wertvollen Dingen. Es ist nicht nur die Finanzen gemeint, sondern auch, was für uns wertvoll ist, das Geistige zum Beispiel. Und hier sind aber auch die Finanzen. Hier hat er die Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement und das ist schon impulsiv. Und wenn da immer diese Bewegung da ist, er neigt dazu, mal Geld ausgeben, unüberlegt oder zu schnell oder spontan auch mal Geld ausgeben.
Schütze steht in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakte. Das kann auch ein Hinweis sein, entweder, dass er Geld ausgibt für Reisen oder dass er Geld einnimmt durch Bereiche, wo er arbeitet, zum Beispiel im Ausland oder mit Fremdsprachen oder Touristik. Natürlich muss das gesamte Horoskop dazu anschauen, aber das ist schon ein Hinweis, wie er mit Geld umgeht, wo gibt er Geld aus oder wo nimmt er Geld ein. Das ist das Einnahme und auch die Ausgabe. Die Schütze steht auch zum Sport und Bewegung, auch für schnelle Autos. Das kann natürlich auch nochmal ein Hinweis sein, dass er auch mal Geld ausgibt für Autos oder für Sport. Aber hier handelt es sich auch um Werten und Selbstwertgefühl. Und energetisch hängt das auch zusammen. Und die Schütze zeigt etwas Wichtiges, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Genau in diese Richtung zeigt sich hier dieser Pfeil. Und die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, hat mit unseren Wünschen was zu tun. Und es ist für ihn wichtig im Leben, zum Wissen, was sind seine Wünsche, was sind seine Bedürfnisse, das mal in Besitz nehmen. Oder wenn das um Geld geht, wo gibt er Geld aus? Nicht unüberlegt hin und dort mal Geld ausgeben, weil da kommt die schnelle, spontane Begeisterung, sondern zum Wissen, das ist wichtig, da spare ich das zusammen oder da gebe ich das Geld aus. Also braucht Ziele, zielorientiert zu sein. Im dritten Lebensbereich ist die Zeit der Schulzeit, die Kindheit und Jugend und welche Erfahrungen macht er mit Geschwistern, mit anderen Kindern, auch von der Schule und wie lernt er, macht ihm das Spaß oder weniger, wie wird er da wahrgenommen, kann er sich da durchsetzen oder weniger. Natürlich, diese Erinnerungen bleiben dann, weil die Erinnerungen begleiten uns lebenslang und das spiegelt sich dann später im Erwachsenenalter, wie kann er mit Konkurrenten umgehen. Und das lernt man in Kindheit, auch in Jugend. Und hier hat der Steinbock. Also das erschwert die Schulzeit. Entweder ist es für ihn so trocken, so schwierig oder da sind Einschränkungen da oder zu streng. Natürlich, Steinbock kann auch streng wirken, dass ihm ist das alles so streng erscheint und das ist für ihn gar nicht so einfach, sich zu behaupten anderen gegenüber. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist nicht nur das Lernen, sondern wie mit anderen umgeht. Steinbock wirkt in ersten Lebenshälfte eher einschränkend und streng und im zweiten Lebenshälfte hat aber die Basis, vielleicht lernt er jetzt gerade, hat diese Basis, geduldig zu sein, seine Ziele zu verfolgen, auch ehrgeizig sein. Und hier dieser tibetische Bild zeigt auch in diese Richtung, dass er ganz starke Wille hat und sehr ehrgeizig ist. Und das passt zu diesem Steinbock, auch wenn in jungen Jahren das nicht so einfach ist, aber später hilft ihm die Steinbock-Energie. Und jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme. Und hier ist die Wurzel. Ich vergleiche das mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Und das zeigt die Ahnen, die Herkunft, unserem Zuhause oder die Basis. Was gibt ihm Basis in sein Leben? Und hier hat er Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement. Er braucht Freiraum. Er braucht Luft zum Atmen. Das ist sein Basis. Das ist sein Fundament. Und auch seine tolle Ideen und auch sein Denken, die Zeit vorausdenkende, darauf kann er wirklich vertrauen.
Außerdem, die Wassermann vermittelt etwas. Dieses Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das gibt die Halt im Leben, wenn das verinnerlichen kann. Wie ich schon sagte, das hat auch mit der Wohnsituation was zu tun. Wassermann liebt das große, luftige, helle Räumlichkeiten und das Moderne. Das passt zu ihm, wenn es um die Einrichtung geht. Im fünften Lebensbereich ist die Kindheit. Das wird auch später die Erinnerungen sein oder seine Kinder, später Enkelkinder auch noch. Und hier liegt die schöpferische Kraft. Und hier lernen wir. Hier lernen wir etwas Wichtiges von den Kindern. Spielen. Damit wir unserem Leben nicht verspielen. Etwas mal spielerisch betrachten, mit Leichtigkeit. Und etwas gestalten, so mit Begeisterung, so wie die Kinder spielen. Und hier liegt die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und auch die Lebensfreude. Und hier hat er die Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement. Hier braucht die Gefühle, oder brauchen wir die Gefühle zu betrachten. Wie kann er sein Leben schöpferisch gestalten, wenn er auf die Gefühle achtet? Und die Fischen zeigen uns etwas Wichtiges, die eine Richtung und die andere Richtung. Und dieses Sternbild besteht tatsächlich aus zwei Fischen. Die eine Richtung zeigt die ständige Angst und Zweifel und Unsicherheit und Selbstmitleid und alle leiden mit und das blockiert enorm. Und ich betone das immer wieder, dass es gibt auch Fischengeborenen, auch wo das Genießen sogar, weil so bekommen sie Aufmerksamkeit. Und da wird alles so festgehalten, bis sie dann merken, wie das blockiert alles ist. Und das ist die eine extreme Richtung, aber das ist nicht die richtige Richtung. Die richtige Richtung ist die anderen Fisch. Und das zeigt einen Traum und auch das Glück. Jupiter bringt hier Glück. Hier ist auch die Reichtum verborgen. Und Neptun-Energie, das Kunst, das Leben wie ein Kunstwerk gestalten. Und das können wir nur, wenn wir Träume haben, wenn wir eine Vorstellung davon haben, Visionen haben. Und dass wir verinnerlichen können, wenn wir daran glauben, wenn wir das vertrauen und dann einfach loslassen, geschehen lassen, bis das zum Fließen kommt. Und das ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Das wirkt Wunder. Und das ist eine schöpferische Kraft hier. Und weil hier bei Fischen geht auch um Kunst, Kreativität, natürlich hat er diese Begabung, ganz klar. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Pflichten, die Arbeit, Gesundheit. Hier hat er die Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet, eine monotone, langweilige Arbeit passt zu ihm nicht. Er wieder braucht Abwechslung und ist diese ständige Begeisterung immer für etwas Neues. Das könnte ein Hinweis sein, dass er öfters mal Berufswechsel hat. Und wenn ihm das begeistert, dann ist das wirklich mit Herz und Seele dabei. Das ist schon die Feuerelement hier immer wieder. Und wenn das um Gesundheit geht, die Tierkreiszeichen wieder hat einen Bezug zum Kopfbereich. Also das kann bei ihm passieren im Leben, dass immer wieder mal Kopfschmerzen hat. Wenn du betrachtest die Aszenden, dann erkennst du, dass hier gegenüber spiegelt etwas. Das ist tatsächlich wie ein Spiegelblick. Und hier erkennen wir unseren Seelenpartner, bei ihm die Seelenpartnerin. Und im Geburtsmoment schauen wir sogar das an. Das wird gespiegelt. Aber das ist so. Hier ist die Westhorizont und das ist wie ein Sonnenuntergang, das geht nach unten und der untere Bereich symbolisiert das Unbewusste und der obere Bereich das Bewusste. Das ist dann später alles im Unbewussten. Aber die Seele kennt das, die Seele kennt dieses Geheimnis und hier hat er Stier und das bedeutet, er möchte die Partnerschaft genießen. Und diese Frau, was seine Seele sucht oder wie er das vorstellt, die Liebe, Partnerschaft,
Das soll ein Genuss sein. Die Dame soll auch sinnlich sein, auch einen guten Geschmack haben. Und das ist schon Stierenergie. Hier herrscht auch Venus. Aber dazu müssen wir noch Mars und Venus noch betrachten, ein konkretes Bild davon machen. Aber die Stierenergie ist schon dieses Besitz, auch die Ruhe, die Gemütlichkeit. Und jetzt sind wir bei 8. Lebensbereich, was man als Tod bezeichnet, hat aber natürlich hat mit Tod und Todesfall und Erbschaft auch etwas zu tun, aber bedeutet eher das Leben zum Erhalten, erhalten bleiben. Das ist die Erneuerungsprozesse. Hier lernen wir das auch loslassen, offen zu sein für etwas Neues. Und ich könnte das so beschreiben, wenn wir geboren sind, kommen wir nicht mit leeren Händen, sondern wir haben Erinnerungen, wir haben karmische Erinnerungen, karmische Erfahrungen. Ich könnte das so sagen, wir haben diesen Rucksack dabei. Und da ist schon gefüllt, dieser Rucksack. Und dann starten wir unserem Leben, machen wir wieder neue Erfahrungen, dann kommen die Gefühle dazu, auch die Erlebnisse. Und dieser Rucksack wird immer voller und voller. Und wenn das zu schwer ist, weil das bedrückt uns, weil wir haben einen schweren Lebensweg, dann sollen wir mal Pause machen und sagen, jetzt schaue ich mal genau an, was ist alles drin in diesem Rucksack. Und all das, was uns bedrückt, das einfach entfernen, rausnehmen, entfernen. Das heißt loslassen oder kündigen oder trennen oder beenden. Und dadurch wird das leichter und haben mehr Platz drin für etwas Neues. Und unsere Lebensschritte sind nicht so schwer, sondern kommt die Leichtigkeit auch. Immer wieder mal nachschauen. Das heißt mal überlegen, was bedrückt mich? Oder mit was habe ich Schwierigkeiten? Was erschwert mein Leben? Die Gedankenmuster, die Einstellung oder die Gefühle oder irgendwelche Gegenstände oder Kontakte. Und das mal alles aufschreiben und abarbeiten und sagen, ja, ab heute räume ich auf. Und dann wird das immer einfacher. Und genau so etwas passiert hier, das, was wir lernen. Diese ganzen Prozesse, das Loslassen und ohne Angst. Angst blockiert auch. Das heißt, nicht das Festhalten, was nicht zu uns gehört, zu unserem Leben gehört. Da brauchen wir nicht festhalten, sondern wir nehmen das in Besitz und das sollen wir befestigen, wo wir überzeugt sind, das ist so meins, das ist meine Berufung, das ist mein Partner oder Partnerin, das sind meine Freunde. Und darum kümmern, da die Energie lenken, da die Zeit auch investieren, für anderen da zu sein. Dann kommt das in Form, das Befestigen. Und hier passieren diese Erneuerungsprozesse und hier hat er die tierkreiszeichnende Zwillinge. Und das hat auch eine eigene Geschichte. Leda war eine Königin. Eine schöne Frau und Zeus, der Himmelsgott, liebte auch schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde auch schwanger, gebar dann Pollux, aber Leda war auch verheiratet und von ihrem Ehemann wurde auch schwanger. Und dieser Kind heißt Castor und so wurden die Zwillinge geboren, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und diese Geschichte erzählt unsere Seelenreise. Unsere Seele ist unsterblich und ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist wie Pollux. Und unsere Seele sucht aber einen Schicksalsweg aus. Und es ist begrenzt, das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod, das ist Castor. Aber die sind verbunden, weil die Seele ist in uns drin. Also es ist diese Verbindung da. Und die Quelle ist unsere Intuition.
und das sprudelt auch und das ist göttlich und das lässt uns auch inspirieren im Leben. Und wenn uns das bewusst ist, da haben wir dieses höhere Bewusstsein. Und das ist der Prozess bei ihm, auf diesem höheren Bewusstsein kommen. Der neunte Lebensbereich hat mit Reisen etwas zu tun, mit Ausland. Hier Krebs hat mit Heim, mit Zuhause was zu tun. Natürlich kann das bedeuten, dass er findet eine neue Heimat oder er hat einen zweiten Wohnsitz im Ausland, hat mit Zuhause, mit Immobilien auch was zu tun. Aber wenn ich in die innere Reise denke, an den spirituellen Weg, dann heißt es, in seiner Seele braucht auch ein Raum, einen inneren Raum. Ich nenne das mal als inneren Tempel, das bei dieser meditativen Haltung sich zurückzieht und zur Ruhe kommt. Das ist wie, auch wie ein Zuhause in unserem Inneren. Und hier spüren wir Gott ganz klar. Hier im höchsten Punkt des Horoskopes ist die Krone des Baumes. Hier bekommt man Anerkennung, Ansehen. Hier liegt auch die Berufung und auch wie er seine Ziele erreicht. Und hier ist Löwe. Das heißt, er liebt die Öffentlichkeit und das könnte ein Bereich sein, wo seine Berufung lebt, wo er in die Öffentlichkeit steht. Die Bühne oder Medien wäre ein Bereich. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen, Wünsche und Freundschaften und wir sollen wirklich Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Aber auch soziale Kontakte hier hat die Jungfrau und das heißt, er ist kritisch. Ja, er wird wählerisch sein. Und wenn das um seine Wünsche geht, dann ist er sehr bescheiden. Und er hat seine Träume und seine Visionen, er hat sehr viel Gefühl auch und das hat mit Gefühlen, mit Fantasie, mit Träumen schon was zu tun. Aber dazu kommt noch die kluge Jungfrau, wo er das einordnen kann. Was ist erreichbar, was ist nicht erreichbar, was ist realistisch, was kann ich verwirklichen? Und dann bemüht sich auch im Tat umsetzen, weil das Erdelement, das sind schon Taten. Und im 12. Lebensbereich sind karmische Themen, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier hat er Waage und das bedeutet Gleichgewicht, inneren Gleichgewicht. Und das findet er, wenn er immer wieder mal zurückzieht. Das ist auch der Rückzugsort. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und das ist schon sein Glanz. Die Sonne strahlt und das ist seine sonnige Ausstrahlung. Wobei er kann auch mal zurückhaltend sein oder beobachten. Natürlich, dann kommt dieser geheimnisvolle Skorpion, das ist eine wunderbare Mischung. Er hat ein offenes Wesen und doch wird sehr, sehr geheimnisvoll. Mond befindet sich bei ihm in Tierkreiszeichen Jungfrau und das heißt, er spürt auch, wie wichtig das ist, die Träume zu verwirklichen. Das entspricht seinen Gefühlen. Aber auch die Gefühle zu Freunden. Er ist sehr wählerisch, was den Freundeskreis betrifft. Da auch kritisch. Das ist die kritische Jungfrau und das ist auch gut so. Und dann aber sehr gefühlsvoll, weil Mond symbolisiert auch seine Gefühlen. Mars ist die männliche Kraft. Mit diesem Kraft setzt man etwas in Bewegung oder setzt man sich durch im Leben. Mars ist bei ihm rückläufig. Da hat er karmische Themen und Mars befindet sich in Zwillinge. Und hier kommt noch dazu die Transformation. Also etwas Karmisches in seiner Mars-Energie. Entweder lernt er sich besser durchsetzen im Leben oder seine Männlichkeit soll ihn Ausdruck bringen, aber das kann er sehr gut. Dabei hilft die Skorpion-Aszendent, weil über die Skorpion herrscht auch Mars. Merkur befindet sich auch in Skorpion. Merkur steht für Jugend. Und bei Ausstrahlung und Aussehen
heißt es, er hat immer eine jugendliche Aussehen und Ausstrahlung. Auch in späteren Jahren auch, er wird immer jünger aussehen, als er ist. Und das ist hier schon die Merkur-Einfluss. Außerdem die Gespräche. Und er wird viele, viele Kontakte haben, obwohl er sehr wählerisch ist, aber die Menschen haben das Bedürfnis, ihm zuzuhören oder die Kontakte, die Gespräche zu ihm suchen. Aber zeigt auch seine Intelligenz oder die Begabung zum Handeln. Die Merkur ist der Planet für Kaufleute. Jupiter befindet sich im Schütze und das ist die finanzielle Glück. Vorausgesetzt ist, dass er zu seinen Werten steht und ist bewusst seiner eigenen Größe. Jupiter zeigt die inneren Sonne, seine Größe. Uranus, so jetzt waren wir bei Jupiter, kommt dann als nächstes Venus, genau. Venus ist hier im Waage und das zeigt eine karmische Verbindung. Hier im 12. Lebensbereich ist auch die Karma, die karmischen Themen. Und Mars ist auch die männliche Energie, der männliche Liebesplanet, Mars, Ares, ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen. Saturn befindet sich im Löwe, hier ganz oben, und hier hat er Lernaufgabe. Und die Lernaufgabe besteht daran, seine Ziele zu erreichen und seine Berufung leben. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, immer wieder unerwartete Ereignisse, ungewöhnlichen Lebensumstände, und das hat er hier im wohnlichen Bereich. Das heißt, er wechselt immer wieder mal den Wohnort, manchmal kommt das plötzlich unerwartet, oder außergewöhnliche Objekte hat er. Neptun ist im Steinbock und hier ist sehr wichtig, weil hier lernt er sich durchsetzen bei anderen Kindern. Und Neptun hat zwei Seiten. Einmal die Träume und auch die künstlerische Begabung. Und wenn er sich wirklich sich durchsetzen kann und er hat hier karmische Themen und die Mars-Energie, soll er transformieren. Und Steinbock grenzt ihn ein. Und wenn er aber in jungen Jahren das lernt, sich durchsetzen, dann kann er seine Träume verwirklichen, weil das entspricht seiner Vorstellung. Aber wenn er zurückzieht oder Angst zeigt oder sich nicht durchsetzen kann, dann kommen die Enttäuschungen. Das ist dann die Schattenseite von Neptun und fühlt er sich wie ausgegrenzt, nicht verstanden. Und hier ist wichtig, sich zu behaupten. Je früher, umso besser, weil dann kann er später im Berufsleben zum Beispiel, wo sich dann auch sich behaupten muss, auch gegen Konkurrenz, tut er sich viel, viel leichter damit. Ich würde ihm empfehlen, irgendeine Sportart, wo ihn innerlich stärkt. Eine Kampfsportart. Das heißt nicht, andere Kinder zu bekämpfen, sondern das gibt ihm diese Stärke. Mit mir kann nichts passieren. Ich kann mich wehren. Und das ist eine Idee. Pluto zeigt seine inneren Kraft, aber Pluto ist auch die Macht und zeigt die Konzentration. Seine Konzentration ist seine eigenen Werte und die Finanzen. Und damit hat er auch Glück. Aber dann ist wichtig, auf dem eins konzentrieren. Und das sind seine Wünsche, seine Ziele, das Ziel setzen. Ich möchte so viel und so viel Gewinn machen. Und er ist ein guter Kaufmann und steht auch in Öffentlichkeit. Also da sind die Begabungen. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu symbolisiert eine Drache.
Diese Figur Drache, das kommt immer vor in mythologischen Geschichten, in allen Kulturen. Und im Sternenhimmel haben wir auch solche Sternbilder. Und erstmal symbolisiert das die Angst. Der Drachentöter zeigt uns, Angst zu bewältigen, überwinden. Astrologisch gesehen haben wir auch diese Drachenfigur, aber das ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur den Körper. Den Kopf kennen wir gar nicht. Und unsere Seele sucht diesen Teil. Und dieser Drachenkörper, was erkennt von früheren Leben, das ist hier im Löwe. Und das bedeutet, er hat in früheren Leben Ansehen bekommen, hat er Anerkennung. Man könnte sagen, fast so eine königliche Haltung gehabt oder solche Ansehen gehabt, das kennt er von früher, diese Erinnerungen hat er. Und der Drachenkopf, was seine Seele sucht, diesen karmischen Weg, weil das fehlt ihm da, das ist hier im Wassermann. Und das bedeutet, nicht nur nach außen oder dieser Öffentlichkeit leben, sondern auch mal die Rückzug oder mal ein Basis bekommen oder mal um die eigene Zuhause, um eigenen vier Wänden kümmern und das mal genießen. Und da gibt ihm die Wassermann den Luft zum Atmen, die Leitiker. Er muss nicht immer im Mittelpunkt sein, auch wenn das die Erinnerungen sind und seine Bedürfnisse, aber auch mal gut, tut gut auch ein gewisser Rückzug. Und das wird die Frau auch ihm zeigen, die Venus-Energie, die Dame zeigt ihm, bleib zurückhaltend, du brauchst jetzt die Ruhe oder sollst du dich erholen, das braucht er schon. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und es symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und Mond hat 27 Frauen. Dazu habe ich oft die Geschichte auch erzählt. Und er besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert diese Mondhäuser. Sein Aszendent ist Skorpion. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Und das bringt ihm Glück. Und mit diesem Glück, mit dieser Glücksenergie startet sein Leben. Und weil Aszendent begleitet diese Energie, das gehört auch zu seiner Persönlichkeit bis zu seinem Lebensende, dieser Glück ist immer da. Und nicht nur das Glück, sondern auch Wohlstand. Die indischen Astrologen sagen, zu diesem Mondhaus auf Elefanten reiten. Und dieser Elefant ist erstens das Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Sonne befindet sich auch in Skorpion, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Yeshta. Und Yeshta war die älteste von diesen 27 Frauen, aber nicht als alte Frau, sondern als Weise. Weise, wo Respekt und Anerkennung bekommen hat. Und seine Sonne symbolisiert sein Selbst. Er braucht Respekt und wenn er diesen Respekt bekommt, dann kann er seine Persönlichkeit besser im Ausdruck bringen. Mars ist rückläufig und befindet sich in einem Mondhaus, Ardra, und das zeigt diese jugendliche Frische, die Erneuerungsprozesse. Und diese Mars-Energie, was hier transformiert wird, heißt nicht festhalten oder in alten Muster festhalten, sondern in diese ständigen Erneuerungsprozesse. Das macht ihn lebendig und dann kommt sein Mars-Energie in Vorschein. Merkur befindet sich im Skorpion, auch im Mondhaus Anuradha, was ihm Glück und Wohlstand verspricht. Und Merkur ist auch der Planet für Kaufleute. Also das heißt, es wäre auch ein Bereich, wo er sich dann wirklich verwirklichen kann.
Jupiter im Schütze, im Mondhaus Mula, hier im Schütze. Und dieser Mula heißt übersetzt Fundament, Basis. Er braucht erstmal ein Fundament und auf diesem Fundament kann sein Finanzen aufbauen. Aber er muss konzentriert sein auf die Wesentlichen. Venus befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Chitra und das ist der Balancepunkt, das Gleichgewicht und wird von Spica bestrahlt. Und Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, bestrahlt die Bereich Jungfrau und Waage, dieser Grenzbereich. Genau in hier befindet sich auch dieser Mondhaus und Chitra heißt dieser Mondhaus genau und Spica heißt als Weizenähre der Jungfrau. Es trägt Früchte, da kommt Ernte und das erlebt in der Liebe Partnerschaft. Saturn befindet sich im Löwe, im Mondhaus Purva Palguna und das heißt, es war früher mal etwas und das wiederkehrt sich in sein Leben. Das erlebt er nochmal, all das, was im früheren Leben passierte und das hier im Löwe und das ist in beruflichen Richtung, seine Berufung. Also es passiert nochmal, aber muss reifen lassen und dann kommt die Vollendung, so dass er wird seine wahre Berufung leben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, hat hier im Wassermann im wohnlichen Bereich oder im Bereich, wo er Basis braucht in sein Leben. Und hier heißt dieser Mondhaus Shatabisha. Und das sind die Ängste, aber auch Glück. Hier in diesem Bereich sind ganz viele Glückssterne. Und wenn seine Angst überwunden hat, dann passiert auch dieses Glück. Das Einzige, was hier blockieren kann, ist die Angst. Und das zeigt hier dieser Mondhaus. Und das ist halt sein Basis. Und darauf würde ich achten, dass er seine Ängste verliert. Und dann befreit, das fühlt er sich dann wie befreit zu sein. Das ist auch die Luftelement. Neptun befindet sich im Steinbock. Hier Neptun-Energie. Und das heißt Grenzgebiet, Grenzgebiet. Hier ist die Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann bei diesem Mondhaus, wo Neptun befindet. Und das heißt einmal nach oben schauen in die Sternen, in die Sternenhimmel. Und das hat mit Wassermann was zu tun, Ideen haben, eine Vorstellung haben. Und dann aber betrachten die Steinbock-Energie. Und das ist Erde-Element, das ist die Realität. Alles, was so Ideen hat, das soll auch verwirklichen, im Tat umsetzen. In diesem Mondhaus wird auch gesagt, Nomen est Omen. Nenn das mit Namen. Was ist das genau? Und dann kann er das auch erreichen. Pluto befindet sich im Schütze. Hier. Dieser Mondhaus heißt auch Mula, also gleiche wie Jupiter-Energie. Mula heißt Fundament, Wurzel, Basis und natürlich in eine Richtung schauen, was die Schütze auch zeigt, die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, wo die Wünsche liegen. Also er braucht diese Konzentration und Pluto konzentriert wirklich auf die Wesentliche. Und Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. Rahu ist hier im Wassermann. Rahu, das ist die Drachenkopf, dieser Teil, was die Seele sucht, befindet sich auch in diesem Mondhaus Shatabisha, die 100 Angst und 100 Glück, das heißt Angst überwinden, das befreit und dann ist die Glück auch da und das ist die Basis, das ist die Fundament, auch die karmischen Lebenserfahrung und Ketu hier oben, was er erlebt hat in früheren Leben, dieser Mondhaus heißt Makar und wird von Regulus bestrahlt und Regulus ist der Stamm der Könige. Und diese Ansehen hat er gehabt. Vielleicht war wirklich eine Adelige in früheren Leben. Und er
hat diese Erinnerungen und er braucht auch diese Bewunderung. Und nicht umsonst ist die Sonne hier im Aszendent. Er braucht diesen Glanz und wahrgenommen zu werden. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, dass er diese Erinnerungen hat. Außerdem, Regulus ist die Herz der Löwen und das ist schon eine Herzensangelegenheit. Er sucht seine wahre Berufung, wo er mit Herz und Seele dabei ist. Jetzt die Verbindungen. Sonne steht mit Mond in einer sehr schönen Verbindung. Sonne symbolisiert auch Vater, Mond, Mutter und es ist schon eine harmonische Verbindung hier. Mars steht mit Saturn, eine sehr schöne Verbindung, sie unterstützen sie sich gleichzeitig und es ist eine Kraft, etwas in sein Leben in Form zu bringen, in Ordnung zu bringen, sich einsetzen für etwas. Und Venus steht zu Pluto, auch eine sehr schöne Verbindung und das heißt, in die Liebe, Partnerschaft ist auch dieses Motto, gilt alles oder nichts, entweder die richtige oder gar keine. Und jetzt noch etwas für dieses Bild in die Mitte. Das ist natürlich jetzt die tibetische Astrologie. Und das heißt, alleine von der Farbkombination her, er braucht Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und er bemüht sich auch etwas vollenden. Dann kommt die Wasserelemente dazu, das zeigt seine Intuition, seinen Gefühlen. Aber sehr viel Feuer hier. Und das ist schon seine Begeisterung, seine Leidenschaft, kommt hier diese Mischung. Und jetzt noch die Zahlenkombination, sie erklären auch etwas. Sein Glückszahl ist die Zahl 8 hier um die Ecke. Und das bedeutet auch etwas wiederkehrt in sein Leben. Und das soll er auch vertrauen. Und die Metallelemente, da klärt sich etwas auf. Also wenn Ereignisse passieren in seinem Leben, was von Vergangenheit wiederkehrt, dadurch klärt sich einiges auf und das natürlich bringt in sein Leben auch einen Vorteil und er hat mit dem Zahl 8 auch Glück. Sein Basis ist die Zahl 2 und das ist sein inneres Gleichgewicht, aber auch die Partnerschaft symbolisiert diese Zahl. Und sein Schicksalszahl ist hier die 5 mit Holzelement und das ist die Wachstum. Dieser Wachstum kommt aber erst dann, wenn etwas zu Ende gebracht hat und dann beginnt etwas Neues und verwirklicht seine Ideen, kommt auch Wachstum. Er erreicht seine Ziele, er siegt über den Hindernissen, er steht sehr stark in einem Mondeinfluss. Er ist sehr begeisterungsfähig, hat starken Gefühlen, manchmal Gefühlsschwankungen. Er ist ehrgeizig, aber auch sehr großzügig. Er ist sehr großzügig, er ist gerne mit anderen zusammen. Die Schlüssel zum sein Erfolg ist Entschlossenheit. Liebe Kamisua, so könnte ich das Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche euch beiden alles Gute und alles Liebe von Dendera.